So, herzlich willkommen. Herzlich. Oh. Oh nein. Wo sind denn alle? Sollten hier nicht ganz viele Kinder und Eltern sein? Ja, eigentlich schon, aber. Ach so. Es ist Corona. Können wir leider. Oh nein, wir können noch. Guck mal. Guck mal da. Ich glaube, da ist jemand. Da ist doch jemand. Guck mal, hier hat jemand heute hingefunden. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen am Burggymnasium Altena. Herzlich willkommen. Wir möchten uns mal kurz vorstellen. Und obwohl wir momentan natürlich eine Maskenpflicht hier an der Schule haben, wir sind jetzt gerade draußen, deswegen, damit ihr uns ein bisschen besser sehen könnt, nehmen wir jetzt mal unsere Masken ab. Ja, hallo, ich bin der Herr Jung. Ich bin die Frau Fischer. Und wir beide sind hier am Burggymnasium zuständig für die Koordination der Erprobungs- und Unterstufe. Das bedeutet, wir sind eure ersten Ansprechpartner neben euren Klassenlehrern, wenn es um Dinge geht, die eure Zeit in den Klassen 5 bis 7 angehen. Und wir beide möchten euch heute mal unser Burggymnasium zeigen. Und damit sich auch gleich keiner wundert, wenn wir im Gebäude sind und wir keine Maske aufhaben, das liegt daran, dass immer nur einer von uns vor der Kamera ist und wir Abstand halten können und wir mit der andere dann immer auch die Maske hat, damit da nichts passiert. Okay, gut, dann würde ich sagen, nehme ich euch jetzt mal mit rein. So, hier geht's rein. So, ihr seid jetzt durch die Eingangstür reingekommen und ich bin eine kleine Treppe hochgegangen, um euch etwas zu zeigen. Denn wenn ihr mal hier hochschaut, das ist das, was alle Besucher unseres Burggymnasiums direkt am Anfang sehen. Wir sind nämlich eine Europaschule. Das ist ein Konzept, das wir versuchen, an möglichst vielen Ecken unseres Schullebens durchzusetzen. Zum Beispiel, und das werden wir euch jetzt gleich mal zeigen, in den einzelnen Klassenräumen. Denn jede Klasse an unserem Burggymnasium repräsentiert ein europäisches Land. So, und wenn ihr jetzt mal kurz noch die Treppe etwas weiter hochkommt, seht ihr, dass eure zukünftigen Klassenräume gar nicht weit von eurem Schulhof und vom Eingang weg sind. Denn hier auf dieser Seite des Flurs sind zwei Klassenräume. Und auf dieser Seite des Flurs sind die anderen beiden. Und da hinten seht ihr schon eine offene Tür. Das ist der Klassenraum der 5D. Und da gehen wir jetzt mal zusammen hin. So, da sind wir und ich nehme euch jetzt mal mit rein in den Klassenraum, weil als allererstes möchte ich euch mal was zeigen, weil hier gerade so ein tolles Licht ist. Guckt euch das mal an. Ist das nicht ein schöner Ausblick, den man hier hat? Da könnte man fast sogar gedanklich vom Unterricht ein bisschen abschweifen, aber da achten wir Lehrer natürlich drauf. Wenn ihr hier unten mal guckt, also direkt vor den Fenstern eurer Klassenräume, das ist der Pausenhof, der nur unseren Fünft- und Sechstklässlern gehört. Also den müsst ihr euch gar nicht mit den großen Schülern unserer Schule teilen, sondern da habt ihr sehr viel Platz, um eure Pausen zu verbringen und zu spielen und Ähnliches zu tun. Einen wunderschönen guten Tag euch allen. Ja, hier befinden wir uns im Klassenraum der 5D und das könnte vielleicht euer Klassenraum nächstes Jahr sein. Und wie ihr sehen könnt, haben wir hier auch das Europa-Konzept schon mal umgesetzt. Ihr könnt hier eine Landkarte sehen und ihr könnt ja mal raten, welches Land das die repräsentiert. Dann seht ihr Klassenregeln, die wir benötigen in unserem Unterricht, einen Stundenplan, natürlich auch die Termine der Klassenarbeiten. Alles Wichtige hängt manchmal aus. So, und ganz hinten könnt ihr die Auflösung sehen für unser Rätsel. Wir repräsentieren hier Ungarn. Abgesehen davon ist jeder Klassenraum, und zwar nicht erst seit Corona, mit einem Beamer ausgestellt. Gestattet. Und das gehört zu unserem Digitalisierungskonzept, was wir so nach und nach immer weiter versuchen auszubauen. Und so Beamer sind sehr, sehr praktisch, denn man braucht nicht immer mehr nur die Tafel, sondern kann ganz viele Sachen auch über den Beamer projizieren und hat dann häufig schönere große Bilder oder ganze Texte an der Wand, die man gut benutzen kann. Und für heute, wenn es jetzt gleich kommt, ist da nämlich was ganz Wichtiges. Wir warten ein bisschen. Aber es kommt, nämlich die Termine für unsere, man sieht sie schon ganz geisterhaft,
die Termine für die Anmeldungsberatung 2021. So, Sie können hier sehen, falls Sie sich hoffentlich dazu entscheiden, Ihr Kind bei uns am Burggymnasium anzumelden. Wir beginnen mit der Anmeldungsberatung am Freitag, dem 29. Januar 2021. Und die Termine ziehen sich dann bis Mittwoch, den 3.2.2021. Und wir alle und vor allem wir beide würden uns sehr freuen, Sie an einem der Termine zu sehen und zu beraten und kennenzulernen. Und wir würden uns vor allem freuen, wenn ihr euch dafür entscheidet, zu uns zum Burggymnasium zu kommen. So, wir verlassen jetzt mal die 5D und ich nehme euch einfach mal weiter mit. Kommt einfach mal hinter mir her. Hier geht es die Treppe weiter hoch in unseren sogenannten Verwaltungsflur. Das ist genau hier oben durch die Tür, wo ihr schon die Europaschule-Schrift gesehen habt. Wenn ihr hier durchkommt, dann habt ihr auf dieser Seite unser Lehrerzimmer. Da dürft ihr, wenn ihr Lehrer sprechen wollt, in der zweiten Pause immer kurz klopfen und um ein Gespräch bitten. Hier sitzt unser stellvertretender Schulleiter, Herr Ritzenhoff. Und hier nehme ich euch jetzt mal mit rein. Das ist unser Sekretariat. Da werdet ihr sicherlich auch eventuell ab und zu mal hin müssen, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht oder zu Hause anrufen müsst oder ähnliches. Dann könnt ihr hier klopfen. Ja, so sieht das hier drin aus. Ist natürlich heute ein bisschen leer. Hier sitzen normalerweise unsere beiden netten Damen, Frau Jurzik und Frau Burgmann. Und hier nehme ich euch jetzt mal mit rein. Da sitzt nämlich unser Chef, Herr Holtkämper. Und ich habe das Gefühl, der möchte euch vielleicht auch ganz kurz Hallo sagen. Jetzt sind wir im Büro unseres Schulleiters, Herrn Holtkämper. Und auch der möchte noch ein paar Worte an euch und Sie richten. Ja, herzlich willkommen am Burggymnasium an einem Samstag, an dem wir normalerweise die Schule geöffnet hätten. Geöffnet für Sie und euch, liebe Schülerinnen und Schüler, damit ihr diese Schule kennenlernt als eine Schule, an der ihr vielleicht euer zukünftiges Schulleben verbringen werdet. Das ist leider in dieser Zeit nicht möglich. Wir würden uns aber freuen, wenn wir euch ja, zu den Anmeldetagen hier am Burggymnasium kennenlernen dürfen und euch ein bisschen mehr über die Schule erzählen können. Jetzt im Moment geht es leider nur in digitaler Form. Wir hoffen, dass euch das Material, das wir für euch zusammengestellt haben, zusagt und ihr viele Informationen über die Schule bekommt. Danke. Vielen Dank, Herr Holtkämper. Hier befinden wir uns in den Naturwissenschaften. Um genau zu sein, in einem Chemieraum kann man an der Tafel der Chemikalien, ach du meine Güte, war ich lange nicht in dem Chemieunterricht. Da sind auf jeden Fall alle chemischen Elemente aufgeführt. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier ganz viele Sachen. Zum einen kann man natürlich, hier überall braucht man Strom und Gase und sowas. Dann haben wir hier ein ganz tolles Whiteboard, was wir schon eine ganze Zeit lang haben, worüber man dann ganz toll auch seinen Unterricht machen kann. Und, wie ihr da sehen könnt, an Experimenten mangelt es auch nicht. Hier sind wir, wie man unschwer an den Motiven an der Wand erkennen kann, in unserer Mensa. Die Mensa gehört zu unserem Konzept der Übermittagbetreuung, die einfach notwendig ist, wenn unsere Schüler etwas länger Unterricht haben. Das betrifft zwar noch nicht euch im nächsten Jahr und auch noch nicht im sechsten Schuljahr, aber ab dem siebten Schuljahr gibt es mindestens einen Tag in der Woche und maximal zwei, an denen ihr dann etwas länger bis zur siebten, achten oder neunten Unterrichtsstunde Unterricht habt. Und damit euch dieser Tag dann nicht zu lang wird, könnt ihr hier in der Mensa ein warmes Mittagessen annehmen, das zwar nicht hier bei uns in der Schule gekocht werden kann, aber wir haben verschiedene Kooperationsverträge mit Firmen, die uns Essen an die Schule liefern. Oder ihr könnt natürlich auch Essen von zu Hause mitbringen, das dann hier warm gemacht werden kann, sodass ihr das dann hier an den Tischen mit eurer Klasse zusammen einnehmen könnt, damit euch dieser Tag dann nicht zu lang wird und ihr die letzte Unterrichtsstunde eventuell mit knurrendem Magen verbringen müsst. Hier sind wir jetzt im Herzstück unserer Schule, der sogenannten ZRG, Zentrale Raumgruppe.
Das ist das Verbindungsstück zwischen dem Altbau, wo wir vorhin waren, und dem Neubau, wo wir gleich hingehen. Und wie man wunderbar sehen kann, trägt sich der Europagedanke bei uns immer weiter. Denn hier haben wir in einer Projektwoche alle Flaggen von Europa auf die Wand gemalt, damit den Schülern jeden Tag auch bewusst ist, dass uns dieser Europagedanke ganz wichtig ist. Es geht uns um Respekt, Toleranz und Gemeinschaft. Und so kann man eben auch jeden Tag in der Schule gut verbringen. Und wenn man das beherzigt, dann ist es auch wichtig, dass Schüler Verantwortung übernehmen. Und da findet sich unsere SV. Hier vorne ist das SV-Büro, wo ihr unsere Schülersprecher findet. Und schräg gegenüber, also da so schräg hoch, seht ihr die beiden Monitore, wo unser digitaler Vertretungsplan zu finden ist. Wir befinden uns jetzt hier in unserem sogenannten Selbstlernzentrum. Ihr erkennt schon, dieses Selbstlernzentrum ist zum einen eine Schülerbibliothek. Es gibt ganz viele Bücherregale mit Nachschlagewerken, mit Sachbüchern, mit Wörterbüchern. Es gibt auf der anderen Seite aber eben auch Arbeitsplätze, die als Gruppentische angeordnet sind, wo zum Beispiel unsere Hausaufgabenbetreuung stattfindet. Die Hausaufgabenbetreuung ist ein ganz wichtiger Stützpfeiler für unser Förderkonzept und dafür steht dieser Raum auch so ein bisschen repräsentativ. Förderung ist nämlich ein Gedanke, den wir hier am Burggymnasium sehr, sehr hoch halten. Dabei geht es nicht nur darum, Schüler zu fördern, die mit bestimmten Schwächen an unserer Schule ankommen, zum Beispiel in Rechtschreibung oder Mathematik, sondern es geht auch darum, Talente zu fördern, die unsere Schüler zeigen. Dafür exemplarisch steht zum Beispiel unsere Bläserklasse bzw. unsere Gesangsklasse. Das sind zwei alternative Formen des Musikunterrichts, die wir anbieten. Auf der einen Seite können Schüler bei uns ein Blasinstrument erlernen, auf der anderen Seite halt eben über die Gesangsklasse ihr Talent oder ihr Interesse für Gesang etwas besser schulen. Daneben gibt es natürlich auch noch den ganz normalen Musikunterricht, aber alternativ finden noch diese beiden Projekte statt. Förderung bedeutet für uns aber auch, dass sich das Konzept durchzieht durch die verschiedenen Jahrgangsstufen. Das fängt mit Förderkursen in der 5 und 6 an und geht dann in Förderbänder über im 7. und 8. Schuljahr, wo halt Schüler dann in den Kernfächern Mathematik, Deutsch, Englisch und der zweiten Fremdsprache besonders gefördert werden können. Wir befinden uns nun bei der Hangbühne. Die Hangbühne wurde letztes Jahr eröffnet als besonderer Veranstaltungsort für Veranstaltungen im Freien. Zum Beispiel könnte hier die bereits erwähnte Bläserklasse oder die Gesangsklasse, hatten wir schon mehrere Aufführungen. Auch der Literaturkurs, der allerdings erst in Jahrgangsstufe 12 stattfindet, könnte hier seine Auftritte absolvieren. Und das Ganze eben draußen in der Natur im Freien und direkt gegenüber von der Burg. Der ging daneben. So, wir sind hier in unserer Sporthalle. Das ist eine Dreifachturnhalle, die wir zum Sportunterricht nutzen können. Ist direkt an unserem Schulgebäude dran. Neben dieser Dreifachturnhalle gibt es auch noch eine kleinere Sporthalle im Schulgebäude drin. Und als Außensportgelände nutzen wir den Sportplatz am Pragpau. So, wir sind am Ende unserer kleinen Tour angelangt. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Und natürlich hoffen wir, dass wir Sie und euch ausführlich informieren konnten über unser Burggymnasium. Falls noch Fragen offen geblieben sind bzw. weitere Informationen gewünscht sind, möchten wir nochmal gerne auf unsere Homepage verweisen, www.bg-altena.de. Hier finden Sie viele zahlreiche Informationen. Wir haben ein digitales Angebot für Sie und euch zusammengestellt. Es gibt zum Beispiel kleine Podcasts, die wir gedreht haben mit den aktuellen Fünftklässlern, die von ihrem Leben am Burggymnasium berichten. Und die verschiedenen Fachbereiche haben sich ebenfalls Mühe gemacht, um sich bei Ihnen vorzustellen und Ihnen einen passenden Eindruck zu vermitteln. Falls trotzdem weiterhin noch Informationen gewünscht sind, möchten wir Ihnen natürlich auch anbieten, dass Sie uns kontaktieren. Dies ist am besten momentan möglich über E-Mail. Meine Adresse ist jung@burggymnasium-altena.de. Und meine ist fischer@burggymnasium-altena.de. Genau. Und dann hoffen wir einfach, dass wir uns Ende Januar zu den Anmeldegesprächen dann auch persönlich treffen können
und verbleiben bis dahin mit freundlichen Grüßen, Ihr Burggymnasium Altena. Kommen Sie gut ins neue Jahr, bleiben Sie gesund, alles, alles Gute. Zum Abschluss gibt es noch einige Impressionen von unserem Schulleben, von der Stadt Altena und von allem drumherum. Tschüss! Tschüss!